Hallo und herzlich willkommen zur 180. Folge und damit. Der Himmelsrand sei einer der gefährlichsten Orte auf Tamriel. Ja, ist gut. Ich glaube, da irren Sie sich. Es ist großartig und ich und bin damit stolz, es meine Heimat nennen zu dürfen. Zur heutigen oder zur neuen Special-Folge. Und ihr seht, ich habe eine Dirrer Rüstung an, ich habe Elfenhandschuhe an, ich habe antike Boots an, ich habe einen goldenen Stirnreif. Und das liegt ganz einfach daran, denn ja, ich habe euch gesagt, ne? Wichtig, um später richtig dicke Waffen zu knüppeln, ist zum einen die Schmiedekunst, die wir wieder auf 100 haben. Übrigens, ja, wenn ihr die dädrische Schmiedekunst erlernt habt, dann könnt ihr goldene Rüstungen und die Rüstung der Verführer schmieden. Habe ich auch gemacht für Mjoll. Verzauberung ist bald auf 100 wieder. Und dann habe ich euch gesagt, die Alchemie ist halt wichtig. So. Und das zeige ich euch, warum. Ich habe zum Beispiel hier einen goldenen Ring, der es mir erlaubt, 28% stärkere Tränke zu brauen. Hier einen mit 27, hier einen mit 29 und tragen tue ich zurzeit einen mit 33%. So, und das macht ihr wie folgt. Und zwar geht ihr an das Alchemielabor und dann braut ihr 4 Tränke, die Verzauberung verstärken. Dann geht ihr rüber an den Verzauberer und dann macht ihr euch einen Helm, ihr macht euch Handschuhe, ihr macht euch einen Ring und eine Kette, die eben Alchemie verstärken drauf haben. Dann geht ihr wieder an das Alchemielabor und braut wieder 4 Tränke, die Verzauberung verstärken. Schlucken die Tränke und wieder erneut 4 Rüstungsteile, Helm, Handschuhe und eine Kette und einen Ring, die eben wieder Alchemie verstärken. So, und deswegen habe ich eben mehrere davon. Ne? 29%, 32%, 28%, 27%, da habe ich irgendwo angefangen. Ne? Und das gleiche ist eben bei den Ketten. 29, 32, 28, 27. Ne? Denn mit jedem Mal, wo ihr halt Alchemie verstärken auf die Rüstung verzaubert, könnt ihr natürlich wieder am Alchemielabor einen stärkeren Verzauberungsdrink herstellen. Das nimmt ordentlich Zeit in Anspruch. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, ich stehe hier schon eine ganze Zeit und deswegen, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr gehabt. Es reicht, um eben darzulegen, was ich euch zeigen wollte. Ne, dass man eben auf die Art und Weise ist kein Glitch, ist kein Bug, sondern ist in den Regeln oder in den Regeln der Spielmechanik eben so vorgesehen. So, und dann gehen wir jetzt mal. Ihr könnt das Gleiche natürlich auch mit Schmiedekunst machen. Ne, wenn ihr die Schmiedekunst auf 100 habt, dann könnt ihr theoretisch eure Rüstungen maximal verstärken. Aber ihr könnt auch wiederum einen Verzauberungstrank herstellen. Ne? Und deswegen, ich habe hier Zaubertränke 30% stärker, 37% stärker und 38% stärker. Deswegen, davon habe ich gleich mal 15 Stück gebraut, weil, wie gesagt, ich habe einfach keine Lust mehr. Und das, was ihr finden könnt, da Zaubertrank des Verzauberns, 10%, das ist das, was ihr finden könnt. Vielleicht sogar 15%, meine ich, hätte ich ja auch noch gesehen. Aber 38% stärkere Verzauberung werdet ihr so nicht finden in Himmelsrand.
So, und das spielt für mich jetzt auch keine Rolle, weil, wie gesagt, wenn man den arkanen Verzauberer hat, ja, und hier meine Dithera-Rüstung, die hat ja schon Dings. Ach so, ich sehe gerade Azidals Boots of Waterwalking. Ne? Nicht nur, dass ihr mit den Schuhen über Wasser laufen könnt, sie geben euch auch noch mal 10% plus auf Verzauberung. Also wenn ihr die habt, könnt ihr noch mal stärkere Rüstungen verzaubern. So, die machen wir mal dick. Ich habe mir die schon mal gebaut. Weil, wie gesagt, den anderen Rotz findet man wie Sand am Meer. Da. Drachenfäuste. Können wir auch noch mal dicker machen. So, und da ist ja der Drachenschuppenpanzer, den ich in Zukunft tragen möchte. Ich habe meine Dienste nie verkauft. Ich war immer für mich selbst. Abenteuerreise. Ist natürlich jetzt kein Vergleich. Mit dem Zeug, was ich ja, auch nochmal 10 Punkte mehr. Handschuhe, Rüstung, Stiefel. Haben wir alles. Gut. Nur tut mir leid, du kriegst nur eine Verzauberung. Aber so ist das halt, ne? Warte mal. Weil ich wollte dann auch Schmiedekunst wieder legendär werden lassen. Wusste ich doch. Ich habe mir doch ja einen dädrischen Bogen. Ne, den nicht. Haben wir's, ne? Haben wir's. Weil das ist immer so ein kleines bisschen tricky. So, Mjoll. Die hängen wir mal eben weg. Die Dedrische. Keine Handschuhe dädrisch gemacht, seht ihr? Sowas immer vorher checken. Dann gehen wir noch mal ein paar dädrische Handschuhe machen. Dädrische Panzerhandschuhe. Ja, dann nehmen wir dädrische Panzerhandschuhe des Schlägers, ne? Gutes.
Was? Gehen wir aus der Sonne. Ich weiß noch, wie ein Taschendieb einmal versuchte, mich auf der Straße zu berauben. Als ich Düsterklinge zog, hat der Arme sich in die Rüstung gemacht. Ist nicht wahr. Mach's mich fertig, Mjoll. So, und deswegen kam es her. Meine alte goldene Heiligenrüstung. Die ich aktuell trage, nur leider, beziehungsweise nicht die Originale, die ich trage. Ne? Und dann hier die Plattenrüstung, die neue, Dedrische. Ja, und das ist die Ur-Version. Und weil ich die halt überhaupt nicht finde, sondern nur die Ketten und die, werde ich wohl die anziehen später. So, kriegst du deine Handschuhe dabei und gutes. Und hier haben wir die Verführerrüstung. So, dann schauen wir mal. Ja, und kriegst du zwei nicht verstärken drauf, ne? Und nur 13%? %55. Damit kann man nur leben, ne? So, was haben wir dann noch? Rüstung. Was kriegt die denn? Zerstörung, Wiederherstellung, Veränderung. Es hat mir wirklich gefehlt, solche Reisen zu unternehmen. Totenbeschwörung. Die Weiten von Himmelsrand zu durchqueren, hat mein Herz stets mit Begeisterung erfüllt. Das ist eine coole Verzauberung, ne? Beschwörungen bleiben 5% länger bestehen, erhöht das Beschwörungslimit für niedere Beschworene oder wiederbelebte Untote um 1. Aber niedere ist nicht so lustig, ne? So, schwere Rüstung. Ich glaube, ich verpasse der Mjoll mehr Gesundheit, oder? Oder schwere Rüstung. Aber ich denke mal, schwere Rüstung ist sie auf Maximum, ne? Komm, die kriegt Heilungsrate verstärken. So. Zuck. Drink rein.
Rüstung. Gesundheit verstärken. 86 Punkte kriegt sie jetzt drauf. So, dann haben wir noch die Stiefel, ne? Aber die dicken. So, was kriegst du da? Auch zweihändig auf die Stiefel. Ich liebe die kühle Luft. Sie ist anregend. Vielleicht liegt es an meinem Nordblut, aber sie gibt mir das Gefühl, lebendig zu sein. Mjoll, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du dummes Zeug quasselst? So, und dann... silbernen Rubinring. Müssen weg. Kriegst einen goldenen Saphirring. So, was haben wir da? Alchemie, Ausdauer, Beschwörung, Blitz, Blocken, einhändig, Feuerresistenz. Komm her, da kriegst du mal schwere Rüstung drauf. Und dann brauchen wir noch ein Kettchen, ne? Die kriegst du nicht. Ich habe kein Kettchen. Dann kriegst du ein Diadem. Mit Schießkunst. Schießt zwar nicht, aber egal. So, gut ist das. Ich sehne mich nach einem Kampf. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. I hope so. So, den nehme ich dir erstmal weg, weil der wird erstmal nochmal geschliffen. Den schleife ich dir auch nochmal. Machst du denn damit? Die nehme ich dir weg. Die nehme ich dir weg. So, dann kriegst du... die goldenen High Heels, den goldenen BH, die Goldfinger, die Königin.
und den Saphirring. Dann solltest du alles haben, ne? Mjöl? Alles klar. Gehen wir. Dir steht das. Und ist eine dicke Rüstung, ne? Für jemanden wie Mjöl. Waren ein ausgezeichneter Zeitvertreib. Oh, interessant, ne? Der Dämmer, ne, wie heißt der? Düsterklinge, ne? Ja, ist Vulkanglas, kann ich nur auf Erlesen machen. Ich sehne mich nach einem Kampf. Kein Problem, ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Ganz ehrlich, Mjöl, ich glaube, mit dem Outfit kann ich deinen doofen Quatsch. Na? So, und der hat Chaosverzauberung da auf der Bogen. Gut. Alles klar, gehen wir. Bist du zufrieden? Bist du zufrieden, Mjöl? Ich muss nochmal checken, ob ich alles auch gemacht habe. Komm, oder? Nee. Alles gemacht. Komm hier, den machen wir. Machen wir nochmal dick. Machen wir auch dick. Und dann ist das gut. So. Fertigkeiten. Ja, ja, ja. Ich hasse es so, ne? Ja, und hier muss ich noch ein bisschen warten. Aber wir haben die Alchemie fertig. Und dann kann ich jetzt einmal... Nee, nicht essen, Zutaten. Tschum! Alle. 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 Licht. Ob das gesund ist, ich weiß es nicht.
Eine einzige gelbe. Mann. Ja, vergiss es. Ich weiß nicht, warum ich da immer nur eine von finde. Ich habe einen Goldfisch gefressen. Wisst ihr, wenn man wenigstens zwei von den Dingern finden würde, ne? Hungerzunge. Jetzt sind wir auch noch Kannibale. Zieh ihn dir rein, den geilen Säbelzahn. Natürlich habe ich jetzt noch nicht alle Zutaten, die es in Skyrim gibt, ne? Aber ich habe schon eine ganze Menge. Und von einer ganzen Menge Zutaten erfahre ich jetzt alle ja, wie nennt man das? Fähigkeiten, Effekte. Na? Denn wie gesagt, ohne diesen Perk würde ich immer nur den Effekt oben links angezeigt bekommen. Man kann natürlich auch die Effekte durch Experimentieren rausbekommen, ja, indem ihr einfach unterschiedliche Dinge am Alchemietisch zusammenschüttet. Allerdings finde ich, ist die... Ja, den kann ich nicht essen. Bumm! Ja, das hat mich gleich aus der Socken gehauen. Ja. So, und dann schauen wir mal weiter. Seeteufellarve, Dornenhaken. Das hat ordentlich reingeknallt. So, wenn wir jetzt an den Alchemietisch gehen, dann haben wir hier eine ganze Menge Sachen, die wir machen können. Zum Beispiel Licht. Verstehe ich zwar nicht. Ist mir auch viel zu wenig Zutaten, was ich da habe. Nachtsicht. Paralysis. Na, wenn ich jemanden paralysieren möchte. Slow. Wasseratmung. Zauberabsorption. Ich habe so ziemlich alle Rezepte,
weil ich von jeder Zutat einfach die die Wirkung jetzt kenne, ne? Meine Mutter war eine starke Frau. Sie ist diejenige, die mir meine Schwertkampftechniken beigebracht hat. Ist Könnt nicht ihr euch wahr, das vorstellen? Mia. Ist nicht wahr. Allerdings brauche ich immer nur ja, Smithing. Kann ich mir jetzt aber eine Haare schmieren. Ne? Nur da seht ihr zum Beispiel, Blasenpilz könnt ihr benutzen, Schimmerpilz und Zweiglingssaft. So, und wenn ich die jetzt zusammen, dann kriege ich 151%. Mache ich direkt mal. Zack. So. Wenn ich jetzt Schmiedekunst nicht auf legendär gestellt hätte und die wieder hier ganz unten wäre, dann könnte ich mir jetzt eine richtig krasse Waffe da zusammen drömeln. Ne, denn schauen wir mal. Zaubertränke. Ganz oben, da sind die harten. Da sind die richtig krassen Tränke. Schauen wir mal. Was kann man denn hier so finden in Skyrim? Oh ne, guck mal. Da habe ich ein Elixier des Verzauberns. Das ist also der stärkste Verzauberungstrank, den ihr finden könnt. Und der macht 25% stärkere. Ja, da bin ich schon besser dran mit meinen 38%. Ne? So, und da haben wir Elixier des Waffenschmieds. Der erlaubt euch 50% besser zu schmieden. Ja, und ich habe jetzt mal gerade eben mich daran gestellt und habe mal eben einen Schmiedetrank zusammengerührt. Da haben wir die 38er. Da. 151%. Also 101% besser kann ich jetzt schmieden als der stärkste Trank, der regulär so in Skyrim zu finden ist. Das nenne ich doch mal einen Wert. Würde ich jetzt gerne ausprobieren, was dabei rauskommt. Aber ich denke, das reicht dicke und genug, um meinen Rüstungscap zu erreichen. So. Hör mal. Warum machst du eigentlich die Fackel im Haus an? Was soll das? So, dich brauchen wir wieder. So. Und beim nächsten Mal kann ich euch schon verraten. Denn könnt ihr euch daran erinnern, wir waren doch auf der. Also wir waren hier drin in Anvilsund. Und danach wurden wir hier irgendwo hingeschickt. Ne? Beziehungsweise hier wurden wir hingeschickt. Kagrenzell. Na? So, und ja, ich bin vorher einfach hier in die Felsenrinnenhöhle, beziehungsweise, nee, in die Steinbachhöhle bin ich rein. Und da haben wir halt die Kuratorin gefunden, was mich ja und wahrscheinlich auch jeden anderen stark überrascht hat, denn da sollten wir sie ja gar nicht finden, sondern wir sollten sie ja oben in Kangrenzell finden. Da sind wir dann auch nicht mehr gewesen. Ich habe aber angenommen, dass das schon alles so seine Richtigkeit hat. Ich habe dann nur, als ich Folgen hochgeladen habe, gucke ich mir die Folgen immer noch mal wieder an. Und da fiel mir eben auf, dass eben explizit in der Quest von Kagrenzell die Rede war. Und das sagt mir rein gar nichts. Von daher habe ich da auch noch mal eine kleine Serviceleistung erbracht und bin durch die Berge gerannt, um das hier aufzudecken, beziehungsweise überhaupt erstmal zu finden. Und ich nehme mal an, das ist
ein Ort, der durch eine Anniversary Edition Quest eingefügt wurde. Und von daher werden wir uns den beim nächsten Mal dann angucken. Ja? Das kann ich euch schon mal versprechen. So. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Ne? Und jetzt wisst ihr, warum Schmiedekunst, Verzauberung und dann eben ganz besonders die Alchemie wichtig sind. Ne? Deswegen, also ich glaube sogar, die Tränke werden noch mal einen Ticken härter, wenn Alchemie wirklich auf 100 ist. Ne? So, und wenn man einmal alle Zutaten gefuttert hat, dann ist das natürlich jetzt 3 verschwendete Perk-Punkte. Ne? Da gebe ich euch vollkommen recht. Von daher werden wir beim Mirak, da haben wir die Möglichkeit, durch eine Drachenseele eben unsere eingesetzten Perk-Punkte zurückzubekommen, ohne dass die Fähigkeit zurück auf 15 gesetzt wird, sondern sie bleibt auf 100. Ich kriege halt nur die Perk-Punkte wieder zurück. Und dann kann ich die natürlich neu verteilen und das werde ich dann mit der Alchemie auch tun. Ja, deswegen, das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich jetzt mit Solzheim überhaupt angefangen habe. Denn wenn Alchemie auf 100 ist, dann möchte ich gerne die Perk-Punkte da wieder zurückhaben. Ja, ist dann zwar schade, weil in dem Dawnguard DLC gibt es auch nochmal ein paar neue Zutaten, aber dann ist es halt so. Ja, dann erfahre ich halt von den neuen Zutaten nicht unbedingt gleich jede Wirkung. Ja. So, und ansonsten sieht es ganz, ganz gut aus. Ja, also wir haben Taschendiebstahl auf 90. Das ist auch das Maximum, was Vipir der Flinke uns beibringen konnte. Ja, deswegen, ich war noch einmal bei Vipir. Taschendiebstahl lernen auf 90. Wir sind kurz vor 91. Und dann habe ich bei der Händlerin ein bisschen was hier leichte Rüstung trainiert. Kann ich eigentlich noch was machen? Kann ich. Super. Na, und dann gehen wir hier lang. Das ist in Ordnung. So, und die 3 Talentpunkte, die werde ich mir wohl erstmal, oder? Ne, komm. Nehmen wir auch. Nehmen wir auch. Haben wir hier noch was? Da, super. Nehmen wir den oder den? Ich würde sagen den. Gut. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls Fragen da sind, einfach in die Kommentare reinballern. Dann gebe ich mir Mühe, die zu beantworten. Na, denn für mich ist das alles hier, ergibt das alles so seine Logik. Ich weiß nicht, wie das bei Anfängern ist. Ne? Ich gucke immer gerne hier beim Gronkh zu und packe mir an den Schädel, wie manche Leute ja so verstrahlt sein können. Wisst ihr, was er jetzt gemacht hat? Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Ne? Er ist dabei, die Verschiedenes-Quest zu machen, aktiviert die hier, aber hat den nicht aktiviert. Und sucht, ne, speak to Grete. Kann ich nicht, weil das ist Dings. Ne, töte den Riesen am Schmetterfelsen. So. Dann sucht er. Ne, hier steht jetzt Schmetterwiesenfelsen. Aber er soll fein gemahlene Salze der Leere soll er finden. Und guckt im Internet, an welchen Orten. Und es gibt 9 Orte, habe ich jetzt durch Gronkh habe ich das gelernt, es gibt 9 Orte, an denen die fein gemahlenen Salze der Leere spawnen können. Wusste ich auch nicht. Weil ich mache einfach hier den Haken bei Verschiedenes. Ne? Dann kriege ich nämlich, wie, kriege ich nicht? Och, dieser Scheiß da. Kriege ich doch. Ne? Ich kriege Dings. Er geht davon aus, dass es bei verschiedenen Quests gibt es keine Questmarker. Das muss man so suchen. Ne? Dann müsst ihr mal überlegen. Der nimmt sich die Zeit und schreibt sich aus dem Internet die 9 Orte heraus, an denen die feingemahlenen Salze der Leere spawnen können, anstatt mal im Internet zu googeln, wie er den beschissenen Questmarker anschaltet. Gronkh, hier. Verschiedenes.
anmachen. Wenn du den nicht anhast, kein Questmarker. So, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was.